Ein verheerendes Unwetter überraschte am vergangenen Samstag Bewohner unseres Bezirkes. Circa 200 Häuser sind betroffen und wurden zum Teil enorm stark beschädigt. Grundsätzlich vorerst kann man nur die vorhandenen Beschädigungen so gut wie möglich beheben, Verklausungen entfernen, Brücken wiederherstellen, einfach für die notwendige Infrastruktur sorgen. Das sind die ersten Maßnahmen, die man umsetzen kann. Die behördliche Einsatzleitung liegt bei der BH in Katastrophenfällen. Das funktioniert so, dass wir uns täglich in der Früh um 8 Uhr zu Sitzungen zusammentreffen, wo die Einsatzorganisationen, die Feuerwehr dabei ist und auch Sachverständige sowie die betroffenen Bürgermeister. Und was wird jetzt definitiv gemacht? Derzeit können wir wirklich nur die Infrastrukturmaßnahmen wieder herstellen, Brücken, Straßen, damit wieder alle Anwesen erreichbar sind und für eine Befreiung von Verklausungen zu sorgen, damit im nächsten Hochwasserfall nicht wieder zu Abschwemmungen und zu Verklausungen kommt. Es liegt noch sehr viel Holz im Bereich von Flüssen und Bächen. Dieses gehört entfernt, damit nicht wieder im nächsten Großschadensereignis Schäden eintreten. Große Schäden wurden im Gemeindegebiet Maria Lankowitz sowie im Bereich der Kläranlage in Richtung Sargwölkert durch das Hochwasser verursacht. Ja, am Anfang ist man geschockt, muss ich wirklich sagen. Man kriegt das gar nicht so mit, was da alles passiert. Ich war von den ersten Minuten auch da, überall im Einsatz. Und ich sage, ich war einfach traurig, wie du das alles anschaust, was die Leute da verlieren. Ich kann einiges dazu beitragen, das ist klar, alles, was in unserer Macht, was seitens der Gemeinde ist, helfen wir, was nur geht. Ich habe dort bei der ganzen Unglückssache eins außer finden können, dass wenn wirklich was passiert, dass die Leute sich gegenseitig wieder helfen. Was ist eigentlich im Bereich da des Sees passiert oder Campingplatz? Ja, das meiste, was uns passiert ist, ist draußen am Campingplatz. Da haben sie 3 Häuser jetzt behördlich gesperrt, weil eben die Rutschung runtergegangen ist. Und dann, was auch noch auf der Herübenseite, auf der Badseite, auf der Seeseite ist, dass uns die Bühne komplett mit Schlamm vollgemacht worden ist und wir jetzt müssen schauen, dass wir das Ganze rauskriegen. Die Wasserqualität ist Gott sei Dank gestern vom Land überprüft worden und ist für badetauglich erklärt worden. Und somit können wir heute also den normalen Badebetrieb wieder aufnehmen. Ja, beim Campingplatz, da sind Gott sei Dank die Camper genau an dem Tag, wie das Unwetter war, abgereist. Und es ist draußen praktisch eben nur ein Flurschaden entstanden und keine Personen oder kein Sachschaden. Der Lankowitzer Bach trat über die Ufer und entlang seiner Führung waren sämtliche Keller unter Wasser. Viel schlimmer war jedoch der Schlamm, der dann zurückblieb. Kommen sind's. Zuerst ist der Bach einmal zur Hälfte voll geworden und dann ist es verhältnismäßig schnell gegangen. Der Bach war dann in ein paar Minuten voll und diese Mauer hat es innerhalb von 1,5 Minuten rausgerissen. Ja, es ist privat geschädigt, aber im Privateigentum beschädigt ist worden, jetzt entweder an einer baulichen Substanz oder Flurschäden, wäre es ganz wichtig, dass man sofort zur Gemeinde geht, einen Privatschadensausweis ausfüllt, dort unterschreibt und dieser Privatschadensausweis wird dann der Bezirkshauptmannschaft weitergeleitet und von dort dem Land Steiermark und da kann man dann Sachverständige, die sich den Schaden anschauen und dann gibt es dementsprechend die Entschädigungen für. Die Entschädigung schaut so aus, dass es an und für sich einen Selbstbehalt gibt. Der Selbstbehalt liegt bei 400 Euro pro Schaden. Darüber hinaus gibt es für die Bausubstanz eine 50%ige Entschädigung, bei Flurschäden 30%. 30 Mann vom Bundesheer Gradkorn und Graz wurden für die Beseitigung der Verklausungen abgestellt und sind seit Dienstag im Einsatz. Unsere Aufgabe ist mit unserem Zug hier jetzt an den Betroffenen direkt zu helfen, indem wir die Keller freischaufeln und so den ganzen Schlamm rechtzeitig aus den Kellern bekommen, bevor das Ganze zu einer betonartigen Masse wird und man dann kaum mehr diese Masse hinausbewegen kann aus den Kellern. Die großen Wurzelstöcke sowie die weiteren Überreste vom Sturm Bauler, die sich an den Brücken verklaust haben, waren eigentlich im Zusammenhang mit den schweren Regenfällen für die Katastrophe und die totale Verwüstung der Grabenmühle verantwortlich.
Es ist, wenn man es anschaut, tut halt alles weh, dass alles weg ist und alles anders ist. Aber wenn man sieht, wie viel uns helfen, wie viel hinter uns stehen. Es kommen Leute von weit weg, bringen Sachen zum Essen, zum Trinken und fragen, bitte, wo können wir anpacken. Tun stundenlang nur Geschirr waschen beim Bach im kalten Wasser. Kommen, man sieht es gar nicht, gängen, man sieht es gar nicht. Ich kann gar nicht zu allen Danke sagen. Ich möchte nur für alle, was für zu arbeiten, Danke sagen. Bis zur Decke im Erdgeschoss stieg das Wasser in Sekundenschnelle an und verwüstete alles, was sich in diesem Bereich befand. Ja, ich habe es eigentlich schon miterlebt, aber nicht wirklich miterlebt, weil ich war erst ein paar Monate alt. Da bin ich im Wagerl da oben geschwommen. Aber es war bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie es jetzt ist. Nicht? Da war vielleicht ein Meter Wasser drinnen im Haus, aber jetzt ist es, wenn man da sieht, das sind fast 3 Meter auf. Es ist halt einfach, das ist kein, das ist wie ein Tsunami so auf die Art. Weil es ist noch so schnell gegangen, ich habe da vorne noch Kanal ausputzt, wie ich mich umdrehe, ist der Bauch voll. Und wie ich rein bin, haben sie die Drenschen geschrien, aussieht der Bauch kein Beiner. Und auf der anderen Seite auf der oberen Seite ist der Bauch schon beim Haus vorbeigerunden. Da haben wir noch eine Zeit lang die Tiere zugehalten, aber das ist wie wenn du einen Baum umreißen willst. Ne? Und dann waren noch 3-4 Leute drinnen. Das ist mir in der Kuchel schon, da haben wir schon die Sessel, die Tür entgegengeschwommen. Wie es die Tiere so schnell aushält, das verstehe ich sowieso nicht. Gell? Aber es ist so gewesen. Nicht? Und dann haben wir uns gegenseitig beim Fenster rausgeholfen, aus der Kuchel. Nicht? Und da ist draußen also schon so hoch Wasser gewesen. Aber nur das ist nicht so reißend gewesen. Weil der eine noch gesagt hat, haltet euch mehr an der Hausmauer. Und dann haben wir nachher schon einen Buben runtergeholt. Nicht? Weil da ist auf den ersten Stock und der ist aber noch der Skihang gegangen oben. Ich habe über Auftrag des Landeshauptmannes mich zu überzeugen vom Fortgang der Arbeiten. Und ich muss einmal zuerst mich bedanken bei den Feuerwehren, bei den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern und auch beim österreichischen Bundesheer, die hier großartige Arbeit geleistet haben. Wenn man hier diesen Schauplatz dieses Unglücks anschaut und man ist einfach fassungslos, welche Zerstörungskraft hier die Natur gezeigt hat. Jetzt wird es einmal darum gehen, diesen Betrieb wieder so weit herzurichten, dass er arbeitsfähig wird. Ich meine, das ist ein bekanntes und gutes Gasthaus, vor dem wir stehen, vor den Trümmern eigentlich. Und die Menschen stehen jetzt vor dem Nichts und darum geht es, so rasch wie möglich diese Räumlichkeiten wieder herzurichten. Der Bezirkshauptmann hat mich darüber informiert, dass geplant ist, unter Umständen den Bachlauf zu verlegen, dass es also diese Verklausungsgefahr von dieser Brücke nicht mehr gibt. Und ich weiß auch, dass das eine oder andere Projekt im Bezirk existiert, Rückhaltemaßnahmen baulicherseits zu erstellen. Wenn man von den enormen materialistischen Schaden absieht, hat die Familie Wiedner doch großes Glück im Unglück. Ich muss sagen, ich bin am meisten froh, dass das vielleicht eine Stunde früher passiert ist, wie es hätte passieren können, weil eine Stunde später war das Haus mit Hochzeitsgästen voll gewesen. Wie viel? Ja, 80 Leute habe ich deckt gehabt drinnen. Nicht? Jetzt, da kannst du dir vorstellen, für die können wir nicht aussehen. Die Grammel wird es wieder geben. Ich fühle mich ehrlich gesagt verpflichtet, ja. Ebenso großes Glück hatte eine Hochzeitsgesellschaft, die aufgrund der starken Regenfälle die Kirche nicht verlassen konnte. An dieser Stelle ist großes Lob an allen Feuerwehrmännern und Frauen, die seit Beginn und nach wie vor im Einsatz sind, auszusprechen. Es waren am ersten Tag 15 Leute sofort im Einsatz bis Mitternacht. Am Sonntag von 8 Uhr bis fast Mitternacht wieder 16 Leute mit den anderen Feuerwehren. Koordiniert hat alles der Jandl Peter und die Bauer Maria, das ist oben im Rüsthaus, haben eine Einsatzleitstelle eingerichtet. Alles ist über die Einsatzleitstelle gekommen und ist weitergegeben worden an Jandl Peter, weil sonst hätte man Buben Mut gehabt, hätte man nur einen Wirbel verdammt gehabt. Und wie lange werden die Aufräumungsarbeiten und vor allem die Reinigungsarbeiten aufgrund des Schlamms noch dauern? Ja, wir rechnen das auch im Ortsgebiet, wären wir heute fertig. Aber bei der Grabmühle, was ja das Sorgenkind überhaupt ist, das wird noch Wochen dauern. Ja, es ist die Hausbesitzer sollten, und das wäre ein Wunsch der Feuerwehr, auch im Keller Sumpfe herrichten,
Das ist eine Ausbrechung von 50 mal 50 und 50 tief und eventuell kleine Tauchbomben kaufen. Und wenn ein Hochwasser kommt, sollen sie sich in höhere Räume zurückziehen und nicht herunten bleiben und versuchen, etwas zu retten. Weil das traurige Beispiel haben wir ja, eine Tote, und das ist nicht vertretbar. Ein Teil der Hochwasserschutzmaßnahmen wurde bereits fertiggestellt. Warum jedoch das große Rückhaltebecken, welches die Überschwemmungen vom vergangenen Wochenende im Ortsgebiet von Marie-Lankowitz verhindert hätte, erfahren wir vom Bürgermeister. In der Größenordnung, wie das Wasser gekommen ist, sicherlich. Das ist ein riesiges Becken dann mit einer Staumauer in einer Höhe von 27 Metern. Nach der Berechnung ist es so ausgerichtet, dass sie 50 Kubikmeter in der Sekunde kann gestaut werden. Da kommt ja die Staumauer, das Rückhaltebecken. Und das war ja schon alles geplant, fix und fertig. Warum ist sie noch nicht gebaut worden? Ja, es gibt da eine Kommission, das ist die Staumauerkommission, die kommt aus Wien, die muss noch gemacht werden und dann ist eigentlich Baubeginn. Das Projekt kostet zwischen 7 und 9 Millionen Euro. Das zahlt zu 60% der Bund, 30% das Land, 9% die Gemeinde Lankowitz und 1% die Gemeinde Köfla. Das war mit, glaube ich, heuer eine finanzielle Geschichte, dass einfach die Mittel erst für nächstes Jahr freigegeben sind worden. Und da haben sie müssen zwischendurch aufhören vom Bauen. Und für uns ist das eine Katastrophe, muss ich wirklich sagen. Weil wenn das Becken fertig wäre, es war nicht fertig gewesen für heuer, aber wenn es fertig gewesen wäre, dann wäre das in Bichling und wäre das in Lankowitz nicht passiert. Auf jeden Fall wäre das wichtig, weil Sie haben ja schon selber gesehen, wie das weggerissen ist da bei uns. Es kann ja, der Weg, alles kann brechen. Weil das Hochwasser, was draußen ist, fängt ja bei uns an. Ja, es war not am Mann. Wir haben dieses Wochenende einen Ausflug gehabt von der Feuerwehr. Wir waren also weniger Mann als normal, aber doch auch, wir haben trotz Ausflug im Durchschnitt 15 bis 17 Mann selbst zusammengebracht an Einsatzkräften. Und natürlich, die anderen Feuerwehren mussten auch in unsere Region kommen, mitarbeiten, mithelfen, was ja super funktioniert hat. Ja, auch diese Arbeit muss getan werden. Wie viele Wochen sind noch? 3 Wochen noch. Hier Rösthaus Lankowitz, Frage, Standort. Hier Trainer Lankowitz beim Schusterbauer. Kommen. Ich war grundsätzlich nur draußen unterwegs, bis heute. Heute habe ich die Leitung da drinnen übernommen. Ja, mit dieser positiven Meldung beenden wir unseren Bericht von diesem katastrophalen Wochenende. Und wir wünschen natürlich der Steirerin des Tages alles Gute für die Zukunft, alles Gute für die Geburt. Und wir sind schon neugierig, wie das Mädchen, die junge Feuerwehrfrau, heißen wird.